Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns und dem Düring und der Frau Hartmann Junior. Guck mal, wie toll Lea aussieht. Lea, hörst du Musik? Nee. Redest du einfach nicht mit uns? Jetzt hat die so getan, als ob sie Musik hört, Carsten. Also Leute, wir sind auf dem Weg nach Marbella. Wir hatten schon richtig Chaos eben zu Hause, aber irgendwie haben wir ganz vergessen, das mal mitzufilmen. Chaos ist gut. Meine Mutter war das Chaos. Ich würde es so nicht sagen. Ja, was möchtest du denn sagen, Carsten? Ich? Gar nichts. Natürlich, Lea könnte was erzählen. Lea, möchtest du irgendwas erzählen? Wassermelone. Wassermelone. Sehr gut. Wassermelone. Also Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Marbella. Und zwar wird da heute der Store, der neue Store von Philipp Lein eröffnet. Und da werden wir jetzt hinfahren. Und das ist natürlich alles sehr aufregend. Wir haben heute stundenlang gebraucht, uns fertig zu machen. Eigentlich nur leer. Es war nämlich so, wir haben gestern erfahren, dass heute ein neues Store eröffnet wird. Und dann wollen wir jetzt hinfahren. Und Lea hat dann gestern Abend schon gefühlt 1000 Sachen anprobiert, die sie anziehen könnte, ne Lea? Und ja. Dann war sie sich irgendwann eigentlich einig, was sie anzieht. Der Carsten war auch relativ schnell fertig. Und ich habe heute Morgen ganz spontan ein neues Kleid anprobiert, was ich von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Carsten fand es super. Ja, und dann, kurz bevor wir los wollten, habe ich es nochmal angezogen. Dann sagte er, ich weiß doch nicht so genau. Doch, ich finde es immer noch super. Ja, aber auch für den Anlass vielleicht doch was anderes. Ein schwarzes Kleid. Und dann ging es hin und her. Ja, und Ende vom Lied war, zu Hause sieht es jetzt aus wie Sau, so ein Berg Klamotten fliegt da rum. Ich habe mich gefühlt 100 Mal umgezogen. Sie hat 30 Kleider angezogen und trägt jetzt eine Jeans. Das ist das Ergebnis, um es herunterzubrechen. Ja, das zeige ich euch näher. Und so ein weißes Blüschen. Ja, und habe mit dabei ein paar hohe Schuhe. Lea übrigens auch. Und ein paar Sneakers, falls ich mit den hohen Schuhen nicht so gut laufe. Frauen halt, ne? Und wir haben 34 Grad. Wahrscheinlich wäre das Kleid die bessere Wahl gewesen. Allerdings das Schwarze wäre auch nicht so gut bei der Hitze, ne? Na, das stimmt. Naja, egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt sehen, dass wir nach Marbella kommen. Und dann nehmen wir euch natürlich ein bisschen mit. Ich denke, das wird bestimmt richtig interessant da. Ne, Schatz? Jo. Ach so, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr alle Philipp Lein überhaupt kennt. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde mich mal mega interessieren. Wir sind jetzt im Porto Banus angekommen. Also wir kommen gerade aus dem Parkhaus. Ich zeige euch mal Leas Outfit of the Day. Das war meine Maske. Ja, das ist Leas Outfit. Wo ist denn Carsten? Carsten, willst du dein Outfit of the Day auch mal zeigen? Naja. Der haut mir einfach ab, Leute. Wir gehen sonst immer da vorne rum und jetzt läuft er hier rüber. Wieso? Wir gehen immer hier lang. Wir gehen immer hier runter. Nee, die verarschen euch. Das ist Carstens Outfit of the Day. Ich zeig dir mein T-Shirt. Nee, ich zeig dich ganz. Was soll ich euch zeigen hier? Oh, der Uhrenladen ist raus. Der Uhrenladen ist raus da. Aber der hatte eh keine so guten Uhren. Ne? Ich habe euch gerade auf was aufmerksam gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist den beiden total unangenehm. Nee, das stimmt gar nicht. Wir freuen uns. Aber guckt mal, wie schön es hier ist. Und hier hat jemand eingeparkt, Leute. Ich kann euch das mal zeigen. Der ist einfach mal mit seinem teuren Auto hier voll gegengekracht. Und so eine Reparatur ist bestimmt mega teuer. Guck mal, wie toll das hier ist. Und wir haben über 30 Grad, ich glaube, hier mit der Jeans rum. Ist hier bei Philipp Lein drin, Leute, ist einfach mega. Mehr ist total begeistert. Und Lea? Richtig schwer. Zeig mal, Lea. Zeig mal. Meinst du, ich kann so zu Starlight gehen? Ja. Das ist cool. Wow. Und was ist denn das für eine Anzeige?
sind jetzt bei Philipp Lein raus. Der war total busy, hatte da Geschäftstermine. Und wir sollen jetzt um 19 Uhr zur offiziellen Eröffnung mal wiederkommen, ne Schatz? Ja. Wir sind jetzt wir stehen jetzt auf der Gästeliste und da werden wir dann gleich nochmal hingehen. Lea hatte gestern schon mit einer Angestellten da geschrieben. Ja, und jetzt sind wir hier bei Carstens Lieblingsjuwelier vor der Tür. Richtig. Und dann gehen wir jetzt mal gucken, ob der Carsten wieder einen Mist machen kann. Wir waren jetzt noch beim Juwelier. Carsten muss mal kurz darüber schlafen. Hier kommt wieder natürlich ein super mega Auto angefahren. Ja, wir gehen jetzt noch was trinken und dann sind wir ja um 19 Uhr bei Philipp. Ne, Schatz, freust du dich schon? Und wisst ihr, was uns aufgefallen? Wir haben heute keiner von unserem Kleidungsstück von Philipp Lein an. Ne? Beim letzten Mal, wo wir die Glocke drehen, hatte ich ein T-Shirt von Philipp an. Ja, heute haben wir nicht. Jetzt hat Lea und Carsten aber reden, eher was zu kaufen. Nämlich eine richtig coole Jacke. Lea, meinst du, kriegst du mal hin, dass du die Jacke bekommst? Oh, ich möchte sie haben unbedingt. Gut. Schreibt mal in die Kommentare, dass die mal selbstständig auch mal hier ein bisschen eine Kamera die Hand geben sollen. Ja, was sagst du dazu? Ja, ne? Genau. Gut, dass die so gut zuhört. Was passiert, was man ja nicht glauben kann, hier steht ein Ferrari, wo Carsten selbst nicht weiß, was es für einer ist, Leute. Ich hasse sowas hier zu filmen, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich weiß, das ist ein SF90. Also er weiß es. Feinste, neueste Ware. Das will sie dir jetzt auch nicht. Nee. So Leute, läuft das wir fühlen nicht. Uns hier nicht so wohl, weil ja so viele Menschen sind. Ja. Wir lassen auch schöne Farben unsere Masken an hier. Genau. Weil die Inzidenz hier sehr hoch ist. Und das eine absolute Ausnahme war heute. Ne? Stehen wir hier vor Billionär. Richtig. Und zwar hat unser super neuer Kumpel Philipp. Also Philipp hat die ganze Kette gekauft. Ich mach mal so, der hat die ganze Kette gekauft, Billionär, und treibt das jetzt weiter. Hat da einen neuen Pep reingebracht, macht so auf 50 plus, aber pfiffige, geile, coole Sachen. Hat er und, dir alles gezeigt. Ja, und zu alt werden ist cool. Ja, genau. Und alt werden ist cool, graue Haare sind in. Und der hat das damals gegründet, hat Billionär, glaube ich, Flavio Briatore, der Formel 1-Typ, der Grauhaarige. Guter Mann auch gewesen. Und der hat das dem verkauft. Setzt Business. Ja. So, und jetzt gehen wir hoffentlich mal endlich zu unserem Auto.
Let's go. Oh, ja. Oh. Auf dem Weg zum Auto, Leute, haben wir jetzt hier einen Lamborghini gesehen und der ist nicht lackiert, sondern mit komplett mit Sand bezogen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, Leute. Ich kann euch nachher mal, ich kann euch in den nächsten Video einblenden. Ich habe nämlich ein Video davon gemacht eben. Auf Instagram da am Stories posten und so weiter. Ja, es war ein richtiges Erlebnis, war richtig cool. Also Philipp ist eine richtig mega coole Socke. Das kann man gar nicht sagen. Ja, der ist schwer in Ordnung. Also gleich so auf einer Basis mit dem Unterhalten ein bisschen, als wenn man sich 10 Jahre kennt. Total geil. Wir haben total viele Sachen erzählt und wir haben mal erst auf Deutsch mit ihm gesprochen, dann haben wir auf Englisch gewechselt, weil seine Freundin ja nur Englisch spricht, ne Lea. Ja, die kam dann dazu. Ja, die war eigentlich so immer bei ihm. So, nee, ne? Die wollten zuerst mal alleine bei uns und dann kam die dazu. Ja, aber und dann haben wir auch die Sprache gewechselt. Die war ja immer in der Nähe von ihm. Also die waren so immer so im Team da zusammen. Und wir sind aber auch so richtig coole Socken, weil wir nämlich die einzigen waren, die keine Philipp-Bleinkleidung bei der Öffnung anhatten. Ja, das ist ja, das muss man erstmal bringen, oder Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, dazu muss man sagen, um das zu verstehen, das war halt nur für geladene Gäste, nur für Philipp Plein, gute Stammkunden. Und die hatten alle, die da waren, hatten Philipp Plein an. Alle. Das Problem nur wir ist, nicht. Ich habe keine Philipp Plein für den Sommer. Also keine, die ich jetzt anziehen könnte. Du hast aber ein Philipp Plein T-Shirt. Ja, aber die sind mir eigentlich so klein. Ich habe ein paar Philipp Plein, aber. Ja, man muss ja dazu sagen, Philipp Plein ist ja jetzt nicht unbedingt gerade Leas Preislage. So Taschengeld liegt in dem Taschengeldparagraf. Lea hat ein paar coole Sachen gefunden, unter anderem eine Jacke. Das habe ich auch, habt ihr bestimmt im Video gesehen. Lea, was soll die Jacke kosten? 8.500 Euro. War die nicht 5.800? Nee, ich habe auch eine Jacke gefunden. Also eine hat mir gut gefallen, die sollte 8.000, nee, eine 3.000, hier, die war gut. Das Jackett 3, oder? Ja, ja, dann eine 8.000. Ja. Ja, meine, das war, also, ja, würde Carsten ja, richtig Jackett, ja, das war auch geil. Jackett war mega. 3 Mille. Oh ja, Unfall. Guck. Aber man muss ja Prioritäten setzen. Carsten hat sich lieber heute noch eine Uhr gekauft. Also die hat er jetzt... Ja. Ja. Genau, eine Uhr. Aber ich wollte noch mal zu der Jacke kommen, zu der anderen Jacke. Das war eine richtige... Der hat doch eine Macke, dieser blöde Idiot. Ey. Das war jetzt knapp hier. So. Und die andere Jacke, die ich richtig geil fand, ne? Da denke ich, oh, die ist ja geil, die würde mir stehen und so, hol ich das Preisschild raus, 85.000 Euro. 85.000 Euro von der Lederjacke. Fand ich jetzt, also zum Mitnehmen mal eben schnell ein bisschen... Die stehen alle im Store, die wollen alle bestimmt noch zu Philipp hier auf der Gegenfahrbahn. Alle wollen ja. Naja, die hier von der Vorbremsung oder Bremsung ist hier unser ganzes Ding hier am Erzählen. Naja. Nichtsdestotrotz, wir hatten einen schönen Tag und finden es gut. Lea hat sich gefreut, dass wir es mit dir gemacht haben, obwohl wir nicht so fit sind. Ja. Ja, dann darfst du, wenn du möchtest, das Video beenden. Nee, möchte nicht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt den dicken Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, wir werden alles beantworten. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Heute war Philipp Plein, vielleicht, wer weiß, wo wir nächstes Mal sind, weiß man ja nicht. Ja, das staudert mich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.